Leute, ich zeige euch heute unseren Einkauf. Wir waren bei den 100 Tagen Baden. Das ist in Baden. Baden ist eine Stadt in Österreich, bei Wien. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Baden, das ist das größte Open-Air-Event in Österreich. Da dachten wir, schauen vorbei, weil das ist in der Nähe von Wien und wir kommen aus Wien. Wir haben voll viele Sachen gratis bekommen und ich zeige euch einfach mal, was wir gekauft haben und was wir gratis bekommen haben. Was wir gekauft haben, wir haben gekauft solche von Nestos Leckerbissen. Wiener Nummer 100 Gramm. Das ist einfach so klar für Rio. Wir versuchen jetzt bei Leckerlis umzusteigen auf natürliche Leckerlis und auf getrocknetes Fleisch und weniger diese ganzen Getreide. Dann haben wir noch gekauft 100 Gramm Wiener Hälse. Und die schauen so aus. Wir wissen, dass Rio Hühnerhälse liebt. Wir haben ihn auch schon Ruhe gegeben. Die mag natürlich am meisten, aber ja, getrocknet tut es auch. Dann haben wir noch gekauft solche Rinderkopf aus 100 Gramm, auch getrocknet. Die alle Sachen sind alle von Nestos Leckerbissen. Also schaut hinten so aus. Vorne zu sehen. Ein Federstück, ca. 2,50 € bezahlt. Letztes, was wir noch gekauft haben, waren so Rinderpanzen getrocknet. Sieht so aus. Das hinten schaut so aus. Dann haben wir noch geschenkt bekommen, so einen Knochen. In der Regel mag Rio sowas nicht, aber es war halt gerade so. Dann haben wir noch geschenkt bekommen, so eine Katze. Süß. Wir dachten sie, ja mein Gott, ist halt ein Geschenk. Hat er halt ein Kuscheltier mehr. Dann haben wir noch geschenkt bekommen von Purina, Aventuros, Nuggets, Wildschweingeschmack. Da haben wir Rio schon was gegeben. Das sind einfach solche Pellets. Könntest du sehen. Die riechen echt gut, ich will sie selber essen. Ich schau noch kurz. Ich glaube, das wird nicht so gut, weil da steht, dass das tierische Nährerzeugnisse dabei sind. Das heißt, was sind tierische Nährerzeugnisse? Das ist so ein Krallen, Federn, Fett, Hörner, Zähne, alles, was man nicht haben will. Also kaufen würde ich mir das freiwillig nicht. Dann haben wir noch geschenkt bekommen, Fischkrachkasse getrocknet von Prime Meat. Prime Meat haben wir herausgefunden, dass es bei uns eigentlich ziemlich in der Nähe ist im Auto. Was cool ist, wir kannten das Geschäft gar nicht. Das haben wir noch gekauft, solche Rindernackensehne auch von Prime Meat. Da fühlt sich weicher an als eine Rinderkopfhaut. Dann haben wir noch geschenkt bekommen, so eine von Animal Center, weil die haben uns erkannt, haben sie uns geschenkt, so eine Geflügeltrainingswurst von Animal Center. Geflügelfleisch und Knorpel und Puder 99% und sonst 1% Trinkwasser, also optimal. Keine extra Zusätze, was wir jetzt auch achten darauf. Und dann haben wir noch gekauft ein Ochsenzimmer, der ist ziemlich lang, wie man sieht. Was wir übrigens von Festbankes Geschäft heißt. Und wir haben gekauft eben das Ochsenzimmer, das ist riesig, der ist keine Ahnung, sicher über einen Meter lang, 1 Meter oder so. Und dann haben wir noch gekauft so ein Rinderohr. Dann sieht das so schlecht. Also das hier, ein Rinderohr. Hier sieht man das, das hier, da ist noch Fell dran. Und dann haben wir noch gekauft, also dann haben wir noch gekauft so eine Lunge, wenn ich das. Ich vergesse den Namen immer. Jedenfalls haben wir noch einen getrockneten Hühnerhals bekommen. Wir wollen ja hier eigentlich kein getrocknetes Fleisch mehr füttern, weil die Splittergefahr zu groß ist. Also Knochen meine ich, weil die Splittergefahr zu groß ist. Wie man sieht, wir haben viel Trockenfleisch, weil wir wie gesagt umsteigen wollen. Wir wollen jetzt zum Waffen gehen in Rio, weil als Weltmann wurde auch Rohrnäher. Wir dachten uns, wenn wir schon fertig Futter füttern, gefüttert haben, dann war es sehr teures Futter, Terracanis und Wolfsblut. Und das ist schon, Terracanis, eine Dose 400 Gramm kostet über 3 Euro. Oder fast 3 Euro, irgendwas um 3 Euro herum. Und Rio braucht 3 davon am Tag, also können sich ausrechnen, wie teuer es im Monat kommt. Und so billig Futter wollten wir nicht, deswegen wollen wir jetzt auf Waffen steigen und